Recht herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil. Also das ist das Aeropack X von Teilfin. Wir haben es ausprobiert und jetzt nach einigen Wochen im Einsatz und auch einigen hundert Kilometern können wir so ein erstes Fazit ziehen, wie sich das Ganze verhält. Viel Spaß mit diesem Video. Also beim letzten Mal hatten wir uns das Aeropack X im Detail angeguckt. Das stelle ich heute nicht mehr vor. Heute soll es wirklich darum gehen, wie jetzt sich das Ganze in der Praxis bewährt. Was man hier jetzt schon sieht, wir haben hier zwei andere Taschen noch montiert. Die sind natürlich nicht von Teilfin, wie man gleich erkennt. Die sind dem Beispiel von Ortlieb. Man kann hier auch andere Taschen dran befestigen. Das Besondere an dem Ganzen war ja, es ist eine stabilisierte Satteltasche mit der Möglichkeit, zusätzlich noch seitlich Radtaschen zu befestigen. Also ein Mittelding aus Radtasche und Gepäckträger. Und das war das, was wir so richtig spannend fanden. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns das Ganze mal im Detail an, wie das aussieht. Ich nehme mal eine Tasche hier runter. Und jetzt sieht man schon, wie das Ganze überhaupt befestigt wird. Man hat hier einen sogenannten Third-Party-Pannier-Adapter. Das ist ein ganz simples System. Ich schraube es mal ab. Ich habe es jetzt nicht so richtig festgeschraubt, damit man es besser runterbekommt. Das besteht aus zwei Teilen mit dem Innengewinde hier. Man steckt es hier durch dieses Rohr, das hier angeschweißt ist, einfach durch. Schraubt es zusammen. Und kann das Ganze zum Schluss noch mit dem Innenbus ein bisschen fester machen. Hat aber auch so funktioniert, ohne weiteres Anschrauben, und fertig ist die ganze Geschichte. Und jetzt schauen wir uns an, wie hier eine seitliche Tasche befestigt wird. In dem Beispiel haben wir das Gravel Pack. Das wird hier oben eingehängt mit den Haken. Das kennt man von allen normalen Radtaschenherstellern so. Und man hat hier unten zwei Haken, um das einzuhängen. Jetzt kommen wir auch gleich dann zum einzigen Nachteil an der Geschichte. Das Befestigen sieht man hier drüben. Da ist die Tasche schon drauf befestigt, ganz gut, und hier unten mit einem Haken eingehängt. Der Nachteil an der Geschichte ist, man kann nur einen Haken verwenden. Also das Gravel Pack ist dafür gedacht, dass man hier irgendwie so V-förmig zwei Streben hat. Ich versuche das mal einfach jetzt mit der Hand bzw. mit dem Stock hier so anzudeuten. Wenn ich jetzt hier so zwei Stöckchen habe, V-förmig. So sollte das irgendwo eingehängt werden, hier unten an den Haken. Das funktioniert hier nicht, logischerweise, weil hier ist ja nur ein Bügel da. Also hätte ich hier noch einen zweiten Bügel, dann könnte ich das so richtig schön reinpacken. Das funktioniert nicht, ein Haken bleibt irgendwie immer übrig. Das ist ein bisschen schade. Wir haben es ausprobiert. Ich habe diesen ganzen Haken mal umgedreht. Man kann es ja hier öffnen. Ich zeige das auch mal. Das geht ziemlich einfach. Dann kann ich das öffnen. Also, so wäre es zu befestigen, wenn ich hier links und rechts quasi zwei Streben hätte. Jetzt sind es einfach in dem Beispiel meine Finger. Ich schiebe das hier einfach rein, dann wäre es richtig gut befestigt. Geht hier nicht, weil nur ein Bügel da ist. Wenn ich das jetzt hier einhänge, kann ich in dem Fall, wie man es hier drüben sieht, nur einen Haken verwenden. Und der zweite ist sozusagen überflüssig. Ich könnte jetzt auf die Idee kommen und sagen, gut, mache ich beide auf. Drehe das hier so nach innen. Damit ich den Haken, der hier in der Mitte ist, diesen Bügel hier einfach so umschließe, so ungefähr, das wäre jetzt quasi dieser Bügel, dann umschließt sich das so mit beiden Haken. Ich kann ja noch ein bisschen so zusammenschieben, aber man sieht schon, dann kann ich das Ganze gar nicht mehr demontieren. Ich müsste immer hier aufschrauben, um das runterzubekommen. Funktioniert auch nicht so gut. Der zweite Punkt, warum das auch keine so ideale Lösung ist aus meiner Sicht, das Rückenteil von dieser Tasche, man sieht das mal, wenn ich es von der Seite hier so ein bisschen verforme, oder auch so, ich kann das hier ein bisschen in sich verformen. Hier ist so ein Plastikrücken drin, um das zu verstärken. Der ist allerdings nicht sehr dick, weil das ganze Ding soll ja auch leicht sein. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Wenn ich also diese Tasche nur mit diesem einen Bügel hier als Auflage habe, dann hängt es immer irgendwie in der Mitte und es kann sich links und rechts so ein bisschen verschieben. Man sieht das Ganze, wenn ich das jetzt hier drüben so ein bisschen bewege, hier sieht man es eigentlich ganz schön, die Tasche kann sich hier verdrehen und das ist der Nachteil an der ganzen Geschichte. Also Fazit, es funktioniert, es haut hin. Man kann dank dieses Adapters wirklich seine anderen Radtaschen, die man schon hat, verwenden und muss nichts Neues kaufen. Allerdings ist der Nachteil, den Teilfin für die eigenen Produkte angibt, nämlich dass es komplett klapperfrei ist und wackelfrei, wieder ein bisschen weg. Funktionieren an sich tut's. Sehen wir uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Also hier, das war diese Befestigung. Ich habe es vorher schon gezeigt. Das kann man einfach hier so auseinanderschrauben. Das geht wirklich in Sekundenschnelle. Hier sieht man es nochmal schön. Das ist dieses Gewinde.
Das wird einfach hier so zusammengesteckt und zusammengeschraubt und damit ist es dann fest. Das ist das Besondere an diesem Aeropack X, dass eben hier seitlich dieser Adapter angeschweißt ist, wo man noch Taschen befestigen kann. In dem Beispiel eben diese Verlängerung, ich halte es mal hin, also so steckt es dann einfach drin und damit ist es fest. Die Teil für die eigenen Taschen, die werden bloß geklemmt, hier links und rechts, und das ist die bessere Lösung. Wir haben auch extra nochmal nachgefragt, das Rückenteil von dieser Tasche braucht keine Befestigung mit so zwei V-förmigen Streben, weil das ist einfach ein bisschen stabiler, also ein bisschen fester. Man sieht es jetzt, das ist fester, möchte ich hier nochmal erklären, und zwar an der Tasche, wenn ich jetzt hier dran wackel, da sieht man, wie sich das bewegt. Also sie fällt nicht runter, die Tasche. Das ist ganz gut gelöst, weil man hat in der Tasche hier oben, also erstmal ist es sehr passgenau, da wackelt auch nichts rum, aber seitlich kann sich trotzdem bewegen. Das liegt einfach daran, weil hier drüben einfach die zweite Strebe fehlt, wie bei einem normalen Gepäckträger. Hätte man die, dann würde es eben auch nicht wackeln. Dann wäre es wirklich nahezu perfekt. Mit den Teilfin eigenen Taschen, wie gesagt, die werden hier oben dran geklemmt, hier links und rechts, und damit ist es dann komplett fest. Schauen wir uns jetzt hier vielleicht nochmal das Rückenteil an. Ich nehme mal hier die Tasche, die zweite, auch runter. Man sieht, es geht ganz gut. Was man jetzt hier noch schön erkennen kann, ist hier seitlich dieser Adapter drin. Das dient einfach dazu, dass das an den Rohrdurchmesser angepasst wird. Ich nehme nochmal diese Verlängerung, ein Teil her. Wenn ich das jetzt hier so reinstecke, man sieht es von vorne, wenn ich das aufmache, hier so auf und hier so zu, dann sieht man eigentlich sehr, sehr schön, dass hier wirklich kaum Spiel ist. Ein bisschen Spiel ist, das sieht man. Aber so liegt die Tasche normalerweise schön an. Man sieht, hier ist keine Luft mehr. Klar kann sich es ein bisschen rauf und runter bewegen. Und das ist genau der Punkt. Das macht auch dieses Geklapper während der Fahrt. Deswegen ist es nicht die allergeräuschloseste und perfekteste Lösung aus unserer Sicht. Aber es funktioniert und das ist schon mal toll. Die andere Frage ist, jetzt sieht man schon, das ist ja ziemlich groß, so eine Seitentasche hier. Es gibt ja noch größere, dieses Gravel Pack in dem Beispiel hat 12,5 Liter, eine Tasche. Die von Taifun, die eigenen, glaube ich, haben 22 Liter oder 20, irgend sowas, also viel größer nochmal. Ich habe selber noch eine alte Radtasche, die hat 20 Liter. Die funktioniert auch mit diesen Adaptern, haut wirklich hin. Allerdings hat man dann schon ein bisschen Probleme, dass man nicht mit den Fersen anstößt. Man muss die Tasche recht weit hinten montieren, dann funktioniert es. Aber dann kommen wir zu dem Hauptproblem wieder. Wenn dieses Rückenteil noch breiter wird, noch tiefer, dann liegt es ja noch schlechter an, weil nur ein Bügel da ist. Also ist das für mich keine Lösung mehr, die ich verwenden würde zum Bikepacking. Davon reden wir ja hier die ganze Zeit und nicht vom klassischen Bike-Touring. Da würde ich sowieso einen normalen Gepäckträger montieren. Ja, ich würde sagen, so für den ersten Eindruck sollte es mal gewesen sein. Jetzt stelle ich euch noch ein paar Zubehörteile im Detail vor. Und zwar geht es um den Extended Aeropack Seatpost Connector, wie sie das nennen. Also es ist dieses Teil. Das Originalteil, das verbaut ist, ist etwas kürzer, also 5 cm kürzer. Das bedeutet, die Tasche steht vorne hier an, direkt an der Sattelstütze. Im Prinzip wie bei einer klassischen Satteltasche, hat aber den Nachteil, dass man mit der Oberschenkelinnenseite hier an dieser Tasche einfach ein bisschen streifen kann. Das ist vielleicht unangenehm für den einen, ein anderer sagt, das macht mir nichts aus. Aber ein Nachteil hat es auf alle Fälle, nämlich ich kann den Sattel nicht so einfach nach unten fahren, wenn ich das mal möchte, vor allen Dingen in Kombination mit einer versenkbaren Sattelstütze. Deswegen ist es besser, wenn man dieses verlängerte Teil montiert. Also wir sind froh, dass wir es haben. Man kann nämlich dann den Sattel weiter runterfahren. Das gleiche Problem, wenn jemand einen kleinen Rahmen hat und hier gar nicht so viel Platz hat, also der Auszug der Sattelstütze geringer ist, dann ist es auch sinnvoller, wenn man diese Verlängerung hier montiert. Zugleich, letzter Punkt, man kann dadurch noch ein bisschen mehr spielen mit dem Gepäck, ob das weiter vorne oder weiter hinten ist. Von der Gewichtsverteilung ist natürlich sinnvoller, möglichst weit vorne am Rad. Wenn ich allerdings hinten ein bisschen mehr Platz haben möchte oder hier wegen der Sattelauszugshöhe ein Problem habe, ist es sinnvoller, man hat diese Verlängerung. Das erste Teil, was hier auffällt, das ist diese Befestigung für die Sattelstütze. Die kann man austauschen. Das ist jetzt diese Variante, die noch länger ist. Die braucht man für Aero-Sattelstützen. Also wenn ich das hier so einhängen würde, hier wäre die Sattelstütze durch, dann kriege ich also hier, ja, 4 Finger kann ich hier schon durchstecken. Also sprich, auch eine tiefe Aero-Sattelstütze passt da durch. Das Teil wird ebenfalls mitgeliefert. Man sieht innen, hier ist es Metall und außen so Kunststoff ummantelt. Okay, das gibt es dabei. Was ist noch dabei? Das ist dieses Originalteil. Das ist die Befestigung zwischen der Satteltasche und vorne. Quasi hier kommt dann diese Befestigung dran, um den
um die Sattelstütze rum. Und das wäre das Originalteil, das ist also kürzer, dieser Seatpost-Connector, das Teil, was ich euch vorher gezeigt habe im Video, ist hier diese 5 cm länger. Man hat jede Menge Möglichkeiten, dieses Seatpack zu befestigen. Also was hier noch mitgeliefert wird automatisch, das sind diese kleinen Schrauben. Ich habe jetzt bloß 3 rausgenommen, also 2 Schrauben plus hier so eine Beilagscheibe. Man sieht hier schon blau diese Schraubensicherung. Also man hat auch die Möglichkeit, eine fest installierte Satteltasche, dann wäre das auch möglich, dass man es hier quasi links und rechts, wenn man Ösen hätte am Rahmen, dass man es anschraubt. Unterschiedliche Schrauben sind eben dabei. So, nächste Möglichkeit, diese Spezialschrauben hier zu verwenden. Und zwar dienen die dazu, ich zeige es hier mal in die Kamera, das sind jetzt 2 verschieden lange, dass man unten, wo dieser Bügel befestigt wird von dem Aeropack an der Achse, dass man, wenn man nicht diese Steckachse austauschen möchte, sondern wirklich Ösen hätte am Rahmen, dass man links und rechts in den Rahmen, wo die Ösen sind, das hineinschraubt. Dann kann man diese mit diesem speziellen Adaptersystem das direkt hier dran befestigen. Wäre also auch eine Möglichkeit der Befestigung. Die Variante, die wir hier haben, ist mit der Steckachse. Das ist übrigens die Originalsteckachse aus meinem Rahmen raus. Die habe ich jetzt rausgenommen. Man sieht es nochmal. Hier ist also so ein Loch drin, da kann man durchgucken. Die ist innen hohl. Von der anderen Seite sieht man es vielleicht nochmal ein bisschen schöner. Also auf der einen Seite ist hier das Gewinde und auf der anderen Seite wäre hier der Innenbus, um es festzuziehen. Die tausche ich aus und ersetze durch die Achse von Teilfin. Die ist ja jetzt im Rahmen montiert. Was ich hier noch habe, das wäre jetzt einfach ein stinknormaler Schnellspanner. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich kann den austauschen, den Schnellspanner rausnehmen und durch einen Schnellspanner ersetzen, der auch diese Aufnahmen hat. Also die Aufnahmen würden eben in dem Beispiel so aussehen, dass im Prinzip links und rechts hier dieses Teil hier nochmal an dieser Achse dran ist und da kann ich dann unten diesen Bügel dran befestigen. Damit für alle nochmal klar ist, wie die Befestigung funktioniert, das ist jetzt diese Austauschsteckachse. Ich mache hier nochmal auf, dann kann ich das, ziehe ich hier an, dann kann ich das hier öffnen. Dieses kurze Stück, das war das gleiche Teil von der Form her wie diese Schraube, die ich eben gezeigt habe. Das ist quasi jetzt verbunden mit dieser Austauschsteckachse. Und hier habe ich unten die Befestigung für diesen Bügel. Und nochmal zur Erklärung. Ich kann diesen Adapter, dieses Adapterset hier runterschrauben. Das ist auch nur mit einer Schraube von der Innenseite hier befestigt. Und könnte diesen Punkt, wenn ich hier eine Öse am Rahmen hätte, auch direkt an den Rahmen anschrauben. Machen wir es wieder zu. Das war's. Etwas, was uns noch aufgefallen ist bei dem Aeropack X, ist diese Riemen. Ich habe es jetzt nicht maximal festgezogen, aber vor allen Dingen, wenn die Tasche ein bisschen höher ist, also sehr groß aus vom Volumen her, dann können diese Riemen nach hinten, ich zeige es jetzt hier einfach mal, runterrutschen. Das ist ein bisschen doof. Das ist mir auch ein paar Mal passiert, selbst wenn ich die richtig fest anziehe, dass die runterrutschen können. Wenn die Tasche so wie jetzt nur halb gefüllt ist, dann kann ich die noch ein bisschen stärker anziehen, dann funktioniert es sehr gut, dann verrutschen die auch nicht wirklich. Allerdings, wenn sie größer ist vom Volumen her, also mehr vollgepackt ist, dann können die Riemen nach hinten runterrutschen. Abhilfe wäre, man macht es hier auf und hier drüben auch, man macht es einfach kreuzweise fest. Dann geht es ganz gut. Wenn ich das so über Kreuz befestige, kann nichts mehr runterrutschen. Allerdings sieht man dann auch, so ist es ja eigentlich nicht gedacht. Es sollen ja auch Kompressionsriemen sein, um den Inhalt richtig zusammenzuhalten. So wird es nicht so schön komprimiert. Besser wäre es natürlich parallel. Das Einzige, was wir uns überlegt haben, was man machen könnte, dass man jetzt hier, wenn man das jetzt wieder einhängt, dann hängt es hier ein und hier drüben genauso, dass man sich hier vielleicht selber noch irgendwo einen Riemen hier so reinhängt, dass es nicht nach hinten runterrutscht. Ansonsten hat die Tasche von der Handhabung her super funktioniert. Was für alle auch noch interessant ist, natürlich die Fußfreiheit. Ich bin jetzt mit meinem Pedal ganz unten und das Interessante ist, oder das Kritische ist ja, dass ich hier hinten nicht mit der Ferse anstoße. Das ist ja das Problem bei vielen anderen Gepäckträgern und vor allem auch bei modernen Mountainbikes, dass der Hinterbau relativ kurz ist, um ein gutes Handling auf dem Trail zu haben. Beim Bikepacking kann es ein bisschen ein Problem werden, wenn diese Taschen, wenn man solche wirklich Seitentaschen hier verwendet, dass man mit den Fersen anstößt. Ich zeige das jetzt mal hier, ich trete mal rückwärts und jetzt sieht man schon Folgendes. Ich habe hier ziemlich viel Abstand mit der Ferse, also ich habe hier keine Gefahr, dass ich irgendwo anstoße. Das ist ein echter Vorteil, wenn ich dieses Aeropack hier so verwende, weil, was man auch sieht,
Die Taschen lassen sich ziemlich weit hinten befestigen. Richtig gut ist natürlich die Aerodynamik. Schauen wir uns das Ganze mal von hinten an. Das macht richtig Spaß, also wie bei einer klassischen Satteltasche, richtig schön schlank. Das ist natürlich klasse. Ja, jetzt wird Zeit für unser Fazit. Wir haben das Aeropack X jetzt schon einige hundert Kilometer im Einsatz gehabt, auf Trails, auf dem Mountainbike, auf dem Rennrad. Es hat wirklich wunderbar funktioniert. Uns ist nichts richtig Negatives aufgefallen, wo wir sagen, das passt nicht. Es hat wirklich funktioniert. Die Qualität, die Verarbeitung ist hervorragend. Das hatten wir auch im ersten Video schon gesagt. Und das hat sich jetzt im zweiten Teil in der Praxis, im Test wirklich bestätigt. Wir waren damit sehr zufrieden. Die Variante, wie es hier gezeigt ist, geht. Sprich, dass man hier seitlich nochmal Taschen befestigt von anderen Herstellern. Wir persönlich würden es primär als stabilisierte Satteltasche verwenden. Das ist für unseren Geschmack der beste Einsatzzweck. Ja, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt was Neues mitgenommen, gerade auch mit den ganzen Adaptoren, die es so gibt und die Zubehörteile, dass es für euch spannend war. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus!